Ja, hallihallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Harz Weser Adventure. Heute mit Begleitung. Und heute geht es wieder um ein Kochsystem, das ich selber nutze. Und ja, ich möchte euch in den nächsten paar Videos so ein bisschen meine Ausrüstung vorstellen, die ich zu Hause habe, mit der ich immer mal auf Tour gehe und von der ich echt begeistert bin und die ich immer weiter verbessere, selbstverständlich. Ja, heute beziehungsweise gestern habe ich euch ein Video gemacht über einen Holzvergaser aus China für 20 Euro. Das Ding funktioniert echt saugut. Ich habe auch bereits ein Video gemacht von der Wushbox XL. Beide Kocher kann man natürlich kombinieren, wie man es möchte, entweder mit Topf, Pfanne, Becher, alles Mögliche. Dazu möchte ich noch einen kleinen Nachbrenner geben zu dem China-Holzvergaser für 20 Euro. Der hat ja ziemlich kleine Topfauflagen. Und ich habe hier so einen 400 Milliliter Aluminiumbecher von Nordis. Und wenn ich den auf diesen Kocher stelle, habe ich extreme Schwierigkeiten, dass der stabil steht. Der hängt quasi schon auf dieser Wölbung drauf. Und der kleinste Ruckler kippt das Ding um und das Wasser fließt raus. Dadurch habe ich mir jetzt einen größeren Becher geholt von Esbit, einen Titanbecher, der natürlich auch ein bisschen leichter ist als der hier und größeres Volumen hat. Und der steht stabil. Das ist 900 Milliliter Aluminium, 900 Milliliter Titanbecher. Ja, der steht stabil drauf. Kleiner würde ich nicht gehen. Ja, ihr seht bereits, ich habe es ein bisschen auseinandergepackt. Heute geht es um ein alternatives Kochsetup. Beide, die ich bereits vorgestellt habe, funktionieren ja mit Holz. Und vielleicht ist man ja auch mal auf Natur unterwegs, die vielleicht nur 2, 3 Tage geht, wo man die Waldbrandgefahr natürlich ziemlich hoch ist, eventuell. Und man möchte alternative Kochmöglichkeiten haben, Alkohol etc. Darüber gehen die nächsten beiden Videos. Einen Alkoholbrenner habe ich jetzt mit, da drehe ich nachher ein Video drüber. Und ich habe hier diesen Brennpastenbrenner. Vielleicht kennen den einige schon. Ja, zunächst einmal möchte ich euch das Setup an sich vorstellen. Das Setup ist ziemlich kompakt und ich sag mal vergleichsweise leicht, wenn man auf kleinen Touren unterwegs ist. Ich habe eben bereits erwähnt, das ist ein 400 Milliliter Becher aus Aluminium mit Henkeln dran. Und ja, wie viel der wiegt, kann ich nicht genau sagen. Das ist ein Nordisk-Becher. Ja, vielleicht suche ich das mal raus für euch, dann wisst ihr das. Und ja, hier in diesen Becher passt wirklich wie angegossen und wirklich perfekt. Wir haben vielleicht einen halben Millimeter Luft auf einer Seite. Ihr hört es. Also er ist wirklich ziemlich eng drin, der Kocher. Hier passt wirklich perfekt dieser M71 Notkocher rein. Und der M71 Notkocher ist quasi der Kocher, der der Schweizer Armee ausgegeben wird. Und da habe ich mir gedacht, ich kann mir den mal besorgen, denn das ist eine alternative Kochmöglichkeit. Ich packe das ganze Ding mal aus. Und ihr seht bereits, hier ist so eine Topfkreuz mit dabei, was passend wirklich hier drum geht und passt immer noch in den Becher rein. Ich könnte das Topfkreuz, das zeige ich euch jetzt direkt einfach mal am Anfang, auch unten an den Becher dran stülpen. Das geht bei einem 400 Milliliter Becher noch. Ja. Bei größeren Bechern würde ich es nicht mehr machen, weil es dann zu doll quasi gebogen wird. Und das andauernde Hin- und Herbiege, Hin- und Herbiegen könnte das Topfkreuz quasi irgendwann kaputt machen. Das ist wirklich ein geniales Topfkreuz. Das ist wirklich sehr, sehr leicht. Ist, glaube ich, auch aus Aluminium. Ich bin mir da überhaupt nicht sicher, welches Metall das sein könnte. Und das nutze ich auch bei meinem Alkoholbrenner. Und das ist so die Ultralight-Variante. Und dazu komme ich aber gleich noch. Ich nenne das einfach mal M71 Topfkreuz. Echt genial. Das wird dann hier unten an dem Kocher so drauf gemacht. Das hält dann auch, weil hier quasi das in diese Rille reingeht, so ein bisschen. Dadurch hält das. Und wenn ihr den Kocher bekommt, frisch, ist der eingeschweißt. Und dazu bekommt ihr. Dazu bekommt ihr diese Streichhölzer. Die liegen dann hier so drin. So wie hier. Sind Streichhölzer von Fire King. Und sind aber keine besonderen Streichhölzer. Also nicht wetterfest oder ähnliches. Sind einfach nur, ich glaube, ja, wie viele Streichhölzer werden das sein? 20 Stück eventuell.
mit Reibefläche, damit man den Kocher natürlich auch anmachen kann. Der M71 Notkocher, der kostet so Pi mal Daumen 4 bis 5 Euro, manchmal auch 6 Euro. Gibt es auch in 5er-Packs, glaube ich. Dementsprechend dann, glaube ich, 20 oder 25 Euro. Und ja, ist ein relativ geiler Kocher, weil da halt dieses ultra geile Topfkreuz mit dabei ist. Ich bin übel der Fan von diesem Topfkreuz. Muss man nicht verstehen, aber ich finde das halt mega genial. Es gibt auch extra Topfkreuze hier von Trangia oder hast du nicht gesehen für solche Alkoholbrenner. Aber ich finde, das ist mega genial. Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Die habe ich aus einem Forum, da hat jemand gesagt, hat jemand ein Topfkreuz gesucht für einen Trangia-Alkoholbrenner. Und ja, da haben die gesagt, ja, hol dir doch einen M71-Notkocher, hast direkt noch einen Kocher mit dabei, kostet 5 Euro und hast ein geniales Topfkreuz, das du immer wieder verwenden kannst. Und ich muss sagen, das ist mehr als nur genial. Kommen wir zum Kocher an sich. Was ist der M71-Notkocher überhaupt? Um das Geschwafel ein bisschen kurz zu halten, der M71-Notkocher ist ein Brennpastenbrenner. Was ist Brennpaste? Brennpaste ist quasi ähnlich wie ganz normaler Brennspiritus, nur in Gelform. Man kann sich das so vorstellen, jeder hat vielleicht schon mal so ein Handdesinfektionsmittel gehabt in Gelform. Und das verreibt man dann auf die Hände und das duftet dann nach irgendwelchen Fruchtsorten eventuell. Und das wird dann auch flüssig auf der Hand. Und diese Variante, dieses Gel, dieses Handdesinfektionsgel, ist quasi genau das gleiche, was hier drin ist. Nur halt auf Handbasis, auf pH-neutral etc. Und das ist quasi identisch mit dem, was hier drin ist. Das ist genau die gleiche Basis. Das heißt, wir haben quasi Alkohol, Brennspiritus genommen und das gelförmig gemacht. So kann es nicht mehr auslaufen, ist aber immer noch brennbar und hat einen relativ guten Brennwert. So, packen wir das Ganze mal aus. Das Topfkreuz lege ich mal an die Seite. Jetzt schraube ich mal diesen M71 Notkocher auf. So sieht der dann aus. Wir haben hier so eine Folie. Unter der Folie, in dieser Alufolie, das ist so eine, nennt sich Alumembran, ob das jetzt eine Membran ist, weiß ich nicht. Unter dieser Alumembran befindet sich dann die Brennpaste, die dann anschließend angezündet wird. Die entfernen wir gleich zusammen. Und hier haben wir den Deckel. Hier müsst ihr drauf aufpassen. Wenn ihr den natürlich auskriegen wollt, könnt ihr das so machen, indem ihr den Becher einfach so draufstellt. Dann sollte das auch ausgehen. Einfache Möglichkeit ist, ihr nehmt den Deckel dafür. Hier aber aufpassen. In dem Deckel befindet sich eine Dichtung. Diese Dichtung ist nicht austauschbar. Das heißt, wenn ihr den Brenner länger benutzt habt, beispielsweise einmal Wasser gekocht, wird der sehr, sehr heiß. Besonders hier in dem Bereich, wo der Schraubverschluss quasi ist. Wenn ihr den Deckel jetzt mit der Dichtung auf den heißen Brenner legt, schmilzt euch die Dichtung weg und der Brenner ist undicht. Denn Brennpaste ist auch immer noch ein bisschen flüssig. Nehmt ihr den Deckel andersrum, wird es zwar auch heiß an der Dichtung, aber ihr könnt den kurz so drauf machen, dann nehmt ihr den einfach wieder weg, den Deckel, ne, nur dass der Brenner quasi aus ist und ihr habt die Dichtung nicht beschädigt, die hier drin ist. Darauf bitte achten, wenn ihr euch den Brenner holt, dabei einen Specht. So, ich werde jetzt die Kamera ein bisschen umstellen und dann machen wir mal den Brenner an. So, ich hoffe, man kann es sehen, wenn ich das hier so in die Kamera halte. Ich gucke mal kurz. Ja, kann man sehen. Ich habe jetzt hier mein Messer und damit werde ich jetzt die Folie öffnen. Klappt sogar ziemlich gut. Das riecht schon nach Alkohol. So, ganz einfach geöffnet, quasi mit Hand und Messer. Und jetzt seht ihr das hier schon. Wenn ich hier mal reingucke, durchsichtig ist diese Brennpaste. Und wenn ihr die jetzt so in eine Richtung haltet, dann merkt ihr auch, dass die quasi nicht komplett fest ist. Sie ist so leicht flüssig. Riecht ihr einmal mal dran, dann riecht ihr auch diesen Alkoholgeruch. Ja, das ist der ganze Brenner eigentlich und da kommt jetzt das Topfkreuz drauf. Und
Dann würde ich sagen, machen wir mal einen Kochtest mit 500 Millilitern Wasser und schauen mal, ob der wirklich brennt. Dazu werde ich nicht den Becher nehmen, denn ich habe ja eben gesagt, das sind 400 Milliliter Becher. Dazu werde ich meinen Esbit-Titanbecher nehmen. Der hat ein Fassungsvermögen von 900 Millilitern. Dann mache ich den ungefähr die Hälfte der 1 Liter Wasserflasche rein. Und dann schauen wir mal, wie lange das ganze Ding braucht. Wir haben es hier relativ windstill, weil wir hier in der Schutzhütte sind. Also ideale Kochbedingungen. So, ich habe jetzt hier Pi mal Daumen 500 Milliliter Wasser reingemacht in den Becher und werde jetzt den Kocher anzünden mit dem Streichholz. Man kann das wohl angeblich auch mit dem Feuerstahl machen, aber Streichholz ist jetzt einfach die einfache Möglichkeit. Und da brennt er dann auch schon. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Aber ich glaube, man sieht es in der Kamera ganz gut, dass dieser Kocher gerade brennt. Ja, man sieht die Flamme auf jeden Fall. Man merkt es auch, wenn man die Hand drüber hält. Also es ist schon warm. Und da kommt jetzt das Topfkreuz drauf. Ja. Das ist ja ganz optimal gelöst hier. Mal ein bisschen ausprobieren, ein bisschen biegen zur Not das Topfkreuz. Und da kommt jetzt der Becher drauf. Und auf dem Becher der Deckel. Das ist eine relativ wackelige Angelegenheit, aber wenn ich hier so seitlich mal fühle, hier kommt wenig Hitze seitlich hoch. Das heißt, die ganze Hitze geht tatsächlich unten an den Becher ran. Und sehe ich auch direkt am Becher, da kommt direkt Kondenswasser durch die Umgebungsfeuchte. Und ja, dann würde ich sagen, lassen wir das mal vor sich hin köcheln. Und ich stoppe mal die Zeit. Da geht's los. Ja, sagen wir mal, rechnen wir nochmal 10 Sekunden dann drauf am Ende. Und schauen wir mal, wie lange das braucht, um 500 Milliliter Wasser zum Kochen zu bringen. Kurz erklärt, warum nehme ich eigentlich immer 500 Milliliter Wasser und nicht einen kompletten Liter? Die meisten Trockennahrungstüten, diese meisten Fertignahrungstüten, haben ungefähr die Menge drin, die man für 500 Milliliter Wasser zum Aufkochen benötigt. Und deswegen nehme ich immer 500 Milliliter Wasser und schaue, wie lange das braucht, damit mein Essen quasi fertig wird. Und so habt ihr auch einen ungefähren Vergleichswert. Knistert schon schön. Okay, alles klar. Bis nachher. Das Wasser kocht. Wir haben 11:30, 11 Minuten 30 Sekunden hat es jetzt gedauert für 500 Milliliter. Ja, ist wirklich, ja, ist doppelt so lange wie der letzte Kocher, der Holzvergaser. Aber wir haben natürlich auch eine viel, viel kleinere Flamme und eine viel, viel kleinere Brennleistung. Das war ja schon ein richtiger Raketenofen. Ja, ich nehme das mal runter vom Feuer. Das dampft ja schon richtig raus hier. Das müssen wir natürlich irgendwie runterkriegen. Das Topfkreuz solltet ihr nicht mit den Händen anfassen. Nehmt ihr so ein Stöckchen und wirft das einfach runter, damit das abkühlen kann. Weil das nämlich ziemlich heiß ist. Und jetzt kommt der Deckel zum Tragen. Jetzt macht das so, wie ich euch das gesagt habe. Nehmt den Deckel und macht den andersrum einfach so drauf und wieder runter. Dann wird er nur kurz warm und der Kocher kann jetzt abkühlen quasi, ohne dass ihr die Dichtung
stark gehitzt habt. Ja, der ist jetzt aus der Kocher, ist aber noch warm. Auch seitlich ist er warm. Wird aber aufgrund des kühlen Bodens ziemlich schnell abkühlen. Und ihr werdet ihn schnell schließen können. Ne? Müsst ihr aber darauf achten, dass er schön abgekühlt ist. Auch vor allen Dingen hier in dem oberen Bereich. Ihr seht, das Metall hat sich ein bisschen verfärbt. Und wenn ihr jetzt reinschaut, werdet ihr sehen, da hat sich so ein bisschen braune Schicht gebildet. Und das sieht nicht mehr so ganz klar, sage ich mal, aus. Ist so ein bisschen, ja, so wie so eine Haut ist hier jetzt drauf. Eine feste Haut. Mehr oder weniger fest, also an einigen Stellen ist sie ziemlich dünn. Hier, wo es braun ist, ist die ziemlich fest, die Haut. Und es hat ein bisschen was verbraucht an Brennpaste, aber ich sage mal so, ich denke mal 7 bis 10 Mal wird man damit 500 Milliliter zum Kochen bringen. Das ist jetzt meiner Meinung nach kein Kocher für große Mengen Wasser. Also so einen Liter wird man damit noch hinkriegen. Alles darüber wird schon relativ lange dauern. Also ich hatte jetzt hier schon ideale Bedingungen. Ab und zu kam mal so ein bisschen Lüftchen rein. Das hat dann die Flamme auch schon ziemlich stark beeinflusst, das kleine Lüftchen. Und da sollte man dann vielleicht überlegen, ob man sich so ein Windschild improvisiert. Ich habe es ab und zu mal mit den Händen so ein bisschen gemacht. Wird natürlich ziemlich warm, aber es funktioniert. Ne? Also es geht auf jeden Fall. Jetzt ist auch schon so abgekühlt, dass man ihn in die Hand nehmen kann. Zeige ich euch das mal in die Kamera. Da seht ihr das. Das ist hier so wie so eine Haut geworden. An einigen Stellen ist die Haut so ein bisschen auf. Riecht aber noch nach Alkohol. Ja, hier oben ist jetzt schon so kühl. Kann hier lange drauf fassen ohne Probleme. Das heißt, ich werde den jetzt verschließen. Und dann kann man den so transportieren. Das Topfkreuz ist auch mittlerweile jetzt kühl. Die Rußentwicklung war doch relativ stark im Vergleich zu einem reinen Brennspiritusbrenner. Ja, geht aber noch alles, geht noch alles. Also, das hier mal das abmachen. Ja, der kommt jetzt hier wieder so drauf. So. Pack ich hier wieder rein in meinen Nordisbecher. Fertig. Das ist das ganze Kochsetup. Natürlich variabel, je nachdem, welchen Becher ihr nutzt. Das ist jetzt ein 400 Milliliter, das ist jetzt ein ziemlich kleiner. Ich habe jetzt mit 900 Milliliter gekocht. Geht also alles. Und ja, geiles Setup. Und vor allen Dingen günstiges Setup. Der Becher hat mich, glaube ich, 7 Euro gekostet. Der Kocher auch nochmal 7 Euro, seid ihr bei insgesamt 14 Euro und habt ein echt gutes, leichtes Setup. Nachfüllen könnt ihr das Ganze mit normaler Brennpaste, die ihr im Supermarkt bekommt. Deswegen solltet ihr auch darauf achten, dass die Dichtung möglichst nicht stark erhitzt wird, dass ihr den kurz ausmacht, dann den Deckel wieder abnehmt und den Kocher abkühlen lasst. Und dann solltet ihr lange Zeit Spaß an dem Kocher haben. Ihr könnt den immer wieder neu auffüllen, immer wieder mit Brennpaste. Und die kostet nicht viel, die kostet so viel wie normaler Brennspiritus. So, das war's zu dem Kochsetup. Ich wünsche euch viel Spaß mit den nächsten Videos, die kommen werden, mit den nächsten Ausrüstungsgegenständen, die ich euch präsentieren werde. Und ja, wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Hat es euch nicht gefallen, gebt mir einen Daumen nach unten. Dann schreibt aber auch in die Kommentare, warum es euch nicht gefallen hat. Und ja, ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.